Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo YouTube. Wir spielen hier gerade Runde 4 im Trading Card Superstore in Reken, Yu-Gi-Oh! Locals. Wenn ihr auch mal mitmachen wollt, könnt ihr euch auf trader-online.de Tickets kaufen. Ist immer dienstagsabends um 19 Uhr, geht immer so bis 23 Uhr. Mega coole Leute, so wie der Lukas hier. Wir haben immer Spaß beim Spielen und hoffentlich sieht man euch da mal hier. Ja. Genau. Würfeln wir mal, würde ich sagen. Genau, würde ich sagen, zwei hoch. Hoch gewinnt. Nicht so hoch. Das ist eine machbar, 6. Das ist machbar. Yes! Ja, nur 9. Gut, dann würde ich gerne anfangen wollen. Jo. Machen wir nochmal eben 5 Karten. Dann starten wir. Auf ein gutes. Timer ist an. Jo. 50 Minuten laufen. Ei. Wow. Das ist schlecht. Und jetzt bin ich schon direkt wieder dran. Ja, warte, gib mir noch ein paar Sekunden. Okay. Mal die Tokens weg. So. Und ja, dann Standby Main. Toybox. Effekt Toybox. Ich lese mal kurz, ne? Die ganzen drei Karten kenne ich noch gar nicht richtig. Ich muss das sowieso alles wieder erklären. Also einmal pro Kopie kann ich als erstes, wenn ein Monster einen Angriff deklariert, das angreifende Monster zerstören. Dafür muss ich aber als Kosten eine Zauber- und Fallenkarte von mir auf den Friedhof senden. Und dann hat die noch zwei Effekte, die ich einen davon pro Spielzug benutzen darf. Entweder kann ich mir zwei Spielzeugmonster, also Monster mit Spielzeug im Namen, vom Deck auf die Zauber- und Fallenkartenzone setzen. Das müssen aber Monster sein, die auch im Kartentext erwähnen, dass sie verdeckt als Zauber- und Fallenkartenzone, also in die Zauber- und Fallenkartenzone gesetzt werden dürfen. Oder ich darf zwei Zauber- und Fallenkarten von mir zerstören. Ja. Ja, würde ich dann gerne machen. Dann nehmen wir doch wieder den Soldaten und den Kindersoldat. Hallo. Der sieht aus wie ein Nussknacker. Ja, stimmt wohl. So ein bisschen weihnachtlich. Er spielt ja auch Weihnachtsunterwelt in dem Deck, also. Stimmt, das habe ich schon gesehen. Was zum Thema, ja. Ja. Dann würde ich die beiden setzen. Ja. Panzer. Kannst du mittlerweile die Calamity-Kombos? Ich spiele Calamity nicht. Ist ja uncool. Aber ich krieg's, wenn ich denn Karten ziehe, die ich benutzen kann, eigentlich ganz gut hin. Haben wir nicht? Ja. Okay, dann Draw. Ja. Der hat noch irgendeinen Secret-Effekt, glaube ich, dass du irgendwas zerstören kannst, wenn ich angreife. Ne? Ja, genau, dann zerstört das angreifende Monster und ich muss dafür muss ich als Kosten eine Zauber- und Fallenkarte auf den Friedhof legen. Gucken wir mal, ob ich da irgendwas gegen machen kann. Oh, Draw. Lustknacker. Standby, Main. Ja, ist spät. Wollen wir direkt mal gucken, ob du mir einen Roll gibst oder nicht? Willst du ausprobieren? Ungerne. Mainface. Yes. Normal Summon Dark Beckoning Beast Effekt. Wenn der normal beschworen wird, darf ich mir eine der Sacred Beasts auf die Hand nehmen oder eine Karte, die erwähnt. Und durch ihn habe ich eine zweite Normal Summon für ein Fiend 0-0. Leider. Sicher? Ja. Okay. Terraforming. Ich würde mir gerne Spielfeldzauber suchen. Ja. Einmal prüfen, ob du so Implant-Set hast. Ja, ich werde mir den Ton auf die Hand nehmen. Kommt dann mal. Schlimm. Ja, irgendwas muss ich ja auch sagen. Ja, das stimmt. Wenn ich schon nicht spielen kann. Ist aber cool, dass ich den trotzdem aktivieren kann. Deswegen machen wir das auch mal. Mache ich den. Mache ich das. Aktiviere den Special. Den aktiviere ich den Ton. On Activation würde ich mir gerne einen 0-0 Fiend suchen, das darf ich leider nicht. Ja. Aber ich darf auch einen 0-0 Fiend direkt vom Deck zerstören. Dann fühl dich frei. Zerstöre ich mal, ne? Ja. Zerstöre ich den Spirit-Effekt. Ja. Wenn der zerstört wird, darf ich mir einen Jubelmonster von Hand, von überall specialen. Ein Jubel, OG-Jubel. Ja. Da ist er. Ja, den kann ich natürlich auch nur noch schlecht machen. Mit Normal hatte ich auch schon. Alles nicht so toll. Möchtest du mich nicht angreifen? Geht gerade schwierig mit 0-0 und da ist immer noch die Spielzeug. Deswegen frage ich. Könnte ich ja immer noch, aber lassen.
alles gar nicht so cool. Den beiden da rein. Jo, machen wir das mal. Ich würde eine Link 2 machen. Zum Unchained Soul of Lord of Yama und würde den Effekt gerne aktivieren, um meinen Unchained Soul zu geben. Oder auch nicht. Nein, ich möchte keine Effekte. Und wenn ich den jetzt angreife, macht er das. Das finde ich auch nicht so toll. Nicht prickelnd. Das geht aber auch. Kari hat mich gerade Ole Lurie getauft. Da war noch irgendein Adjektiv dabei. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr. Du hast keine Handkarte. Nee, du hast noch eine. Ich habe eine Handkarte. Ich wollte gerade sagen. Würde ich gerne mal das Dark Beckoning Beast und mein Jubel zurück ins Deck mischen. Für eine Contact Fusion. Ach, ja. Denn die geht nur Monster-Effekte, oder? Der schreibt die Monster-Effekte um. Ach ja, zu zerstöre eine Karte, ne? Ja. Also dein Gegner zerstört ein Jubel-Monster von Deck. Bla bla bla. Cool. Irgendwas darauf. Nö. Wollen wir das so machen oder wollen wir darauf enden? Ja, willst du enden? Sagt die das nur auf Activation oder kannst du das immer machen? Mit dem Zerstören? Mit den Zetten. Das kann ich immer pro Spielzug. Das kannst du immer pro Spielzug machen. Ja. Und ich spawn's per Copy. Ach Gottchen. Nee, das finde ich nicht so cool. Deswegen würde ich eine Link 2 mit denen direkt machen. Für SP Little Guy. Und würde die gerne targeten und verbannen. Das ist aber frech. Jo. Hast du noch einen Wähler? Sehe ich so aus. Ich würde die gerne verbannen. Dankeschön. Respekt. Okay. Ja, und weil die Contact Fusion nicht once per turn ist, würde ich gerne einmal Jubel Terran Canate von meiner Hand zurückmischen und den Spirit of Jubel, um ja, die gute Fusion nochmal zu beschwören. Ich kann nur Monster-Effekte umschreiben, dann kannst du ja immer abheben, weil da werde ich jetzt nicht mehr allzu oft dran gehen. Und dann würde ich, glaube ich, auch schon ganz sporadisch abgeben. Dann direkt angreifen darf ich ja leider nicht. Nope. Dann gehe ich in die Drawface. Ja. Ja, es ist schön, dass das da ist. Auch. Standby? Ja. Mainface. Jo. Perfekt. Hast du ein Leitfiend im Friedhof? Nein, ne? Verrate ich nicht. Das würde ich gerne ashen, um den Effekt zum Suchen zu annullieren. Jo. Dann darf ich. Jo. Dann, Draw. Ja. Standby. Mhm. Main. Mhm. Machen wir das mal. Ich würde mir gerne eine Fiendsmith Spell Trap enden. Mhm. Kommt der Fiendsmith checkt. Ich bin mit Vayner, Droll, Droll. Würde ich gerne meinen Phantom of Fuel drauf unchainen, ja, als Kosten tributieren, um das zu annullieren. Ja. Dann resolve das nach hinten, dann zerstöre ich zuerst ein. Mhm. Das wäre das Spirit. Ja, das kam ja zurück auf die Hand. Dann Spirit. Mhm. Ich special mir ein OG-Jubel von Deck, Banish, Friedhof, etc. Ja. So. Mhm. Die restlichen Karten kenne ich ja, das ist ganz cool. Ich würde den Check direkt aktivieren und mir einen Light Fiend suchen und danach eine Karte abwerfen. Mhm. Soll ich dich mal schocken? Leider. So. Dein Effekt Glory. Hm? Weil der abgeworfen wurde, darf ich ihn specialen. Ja. Ja, sagt er. Mach mal. Damit kann ich das natürlich noch machen. Mhm. Ja, so traurig wie es ist, kann ich glaube ich nicht für Game gehen. Ach, echt nicht? Das ist leider so ein bisschen die Eigenschaft von dem Deck. Die Frage ist, auch meine Lil Knight nicht so gerne benutzen. Was soll ich denn top decken? Ja, das stimmt wiederum auch. Ich meine, ja, mit den Whitewoods-Karten davon eine zu setzen, ist glaube ich schon ganz gut. Ja, kann man machen, ne? Ich mache eine Link 4. Für einen Apollooser für 3. Ist völlig in Ordnung. Ob ich eine rohe Zwiebel beißen würde, wie in einen leckeren Apfel? Oh Gott.
Fängt ja schon mal gut hier wieder wenn an. Ich am nächsten Tag kein Vorstellungsgespräch habe, könnte ich mich dazu verleiten lassen, denke ich. Kriegt ohne Geld dafür? Oder einfach so? Vielleicht kriegst du ja auch Geld dafür. Ist die Zwiebel, Mardu. Ich würde den Graver aktivieren, ihn gerne specialen, indem ich einen Lightfiend zurückmische. Mach ich auch nicht direkt eine Link 1 zum Fiendsmith Requiem. Mm. Yes. Würde ich auch den Requiem aktivieren. Yes. Mutieren. Smashle ein. Fiendsmith am Graver aus dem Deck. Knobel auf. Ich glaube, da müsste ich mich erst ein bisschen reinlesen, bevor ich da einfach reinbeiß. Dann würde ich Requiem aktivieren, meinen Graver targeten, um den anzu. Völlig okay. Equipen. Klar. End of Main. Ich würde einmal mit 2-4 angreifen und nochmal mit 2-4. Das wären 4-8. Mit der SP konntest du mich gerade nicht angreifen. Nee. Ja, dann sind wir bei 4-8. Alles klar? Zweite Main Phase. Ja. Das könnte ich natürlich, glaube ich, noch machen. Würde ich, glaube ich, eine Contact Fusion machen mit den beiden. Hast du den Effekt von Engraver schon benutzt? Ja, den hatte ich schon. Ah, okay. Für die Necro Quip Princess. Card Draw ist auch nicht schlecht, ne? Ja. Oder ich kann die Karte auch equippen. Ich würde meinen Zug abgeben. Okay, Draw for Turn. Ja. Das Jubeldeck insgesamt war schon ein bisschen teurer. Standby Phase? Ja. Main Phase? Jo. Normal Summon Spielzeug soll da Effekt zum Suchen von der Spielzeugkiste. Ich glaube, ich sag ganz sporadisch schon nein. Ach, echt? Ja. Boah, shit. Weil hier zwei hier. Da habe ich nicht mit gerechnet. Da. So, der ist jetzt noch eins auf 1-6. Das finde ich gut. Hm. Ja, ich auch. Ich hoffe, weder YouTube noch der Chat ist böse, aber ich denke, an der Stelle können wir das Game beenden. Weil so viel Spielzeug, wie ich habe, mache ich nichts. Und wie gesagt, ich hatte ja eine richtige Bonkers-Starthand. Die Main Part, Main Engine von dem Deck. Ja, Handdrops, ja. Oh, danke. Kein Problem. So, jetzt muss ich überlegen, was das Deck kann. Und ich habe gerade nur bei Andrew gesehen, Chaos Engel ist, glaube ich, eine sehr unfaire Karte. Cosmic Blazer ist auch eine coole Karte. Ja, das stimmt auch. Aber bis dahin muss ich ja erstmal kommen, ne? Das stimmt auch. Gar nicht mal so einfach, um überhaupt irgendwas rauszutun. Finde ich gut. Irgendwas muss man ja machen, ne? Jo. Ups. Wie geht's im Chat so an dem wunderschönen Dienstag? Hast du Angst vor der Banlist? Was für eine Hinsicht? Wegen meinem Deck oder? Wegen deinem Deck. Tatsächlich nicht. Meinst du nicht? Ich glaube, das Einzige, was wirklich groß gehittet werden kann bei dem Deck, ist halt nicht der Jubelpart, sondern eher Beatrice und zum Beispiel die ganzen Starter im Sinne von Dark Beckoning Beast oder Opening oder so. Und damit habe ich jetzt nicht unbedingt so ein Problem. Ich bin mir ziemlich sicher, bei deinem Skill wirst du einen Weg finden, da irgendwie wieder was Neues rauszumachen. Ja, ich will auch, worauf ich wirklich hoffe, ist, dass das Yama einfach nicht gebannt wird. Also wieder Unchained Stuff, weil ich möchte schon ganz gerne auch wieder Unchained mal wieder spielen, weil das mega cool das ist. Das Format hat so viel Spaß dabei. Ja, und mit den neuen Karten finde ich es halt auch cool. Tatsächlich mit Fiendswift zu spielen, das ist auch echt cool. Ja klar, Shavara und Shariyama sind ja beide 6, ne? Ja. Das ist schon cool. Ja, vor allem, weil das Deck halt einfach One-Card-Kombos mal dazu bekommen hat, abgesehen von Tourguide. Ja.
Also wenn Unchained wiederkommen würde, da würde ich mich auch sehr drüber freuen, aber ich denke Shavara auf 1. Ich finde Shavara ist gar nicht so schlimm. Auf 1. Solange Yama nicht geht, dann wird das schon. Wobei mit Fiendsmith ist es schon. Also ich meine, Shavara ist ja Stufe 6 Fiend. Ja, darum geht es einfach gar nicht, weil du spielst im Prinzip die Combo wie mit Tourguide. Ah, ich hab schon. Dass du. Also Tourguide ist ja dein One-Card für alles. Und das ist bei Fiendsmith im Prinzip genauso, weil du mir mit Aerial Eater Shavara einen Friedhof legst, dann die Trap setzen kannst und du machst davor natürlich ein Yama, dass du einen Rakea hast. Ja. Und dann reicht's ja auch. Ich glaube, du willst anfangen, oder? Ich fange an, ja. Dann auf ein gutes Zweites. Okay. Willst du wieder Pest? Nee, diesmal nicht. Okay. Step by. Ja. Mateface. Toybox. Jo, kennen Effekt. Wir, glaube ich. Effekt. Ja. Setzen wir wieder Soldat und den Panzer. Jo. Aber diesmal kann ich damit was anfangen. Okay, wollen wir ja mal sehen. Normal Summon. Ja. Effekt. Ja. Der würde das mir. Das kann er ziehen, glaube ich, ne? Genau, ich tribute den Soldaten. Okay. Ja, das soll er abheben. Ich habe gerade gesucht. Übrigens zu dem, wie viel mein Deck kostet. Ich glaube über 500 oder 600 Euro. Also, wie lebt es sich mit einer Niere? Ganz gut noch. Dann habe ich den Effekt von Spielzeugsoldat, weil der als Zauber- und Fallenkarte auf dem Friedhof gelegt wird, wird er sich bezahlen. Dann Effekt. Ja. Ihr sucht mir ja zwei Spielzeugkisten schon kontrolliert, ein Stufe 4 Lichtmonster. Sucht immer. Ja. Barrierestatus ist eine Karte, ne? In der Tat. Aber das wäre schon ein bisschen unfair. Kannst du dir mit dem auch. Nee, nur Stufe 4, glaube ich, ne? Ja, aber du kannst ja auch Thunder King Ryo suchen zum Beispiel. Ja, das stimmt auch. Aber Gott sei Dank hast du die Dame, glaube ich, schon raus. Traurigerweise, ja. Da fliegt irgendwas hier die ganze Zeit rum. Ich glaube, die Whitewoods sind die, die noch Wailer suchen können, ne? Die sagen einfach, glaube ich, Light Spellcaster. Ich suche mir nochmal die. Okay. Ja, man muss kreativ werden. Okay. Du kannst schon mal wieder gucken, wenn du willst. Kommt gleich bestimmt nochmal was, oder? Ich weiß noch nicht so genau. Ich würde sie special, weil ich einen Whitewoods kontrolliere. Ja. Sie erwähnt nicht, dass sie sich, also dass sie ein anderes kontrollieren muss. Also, das ist ganz gechillt eigentlich. ich denke, jetzt kommt der unspaßige Part. Link 2. Link 2? Moon. Ach, okay, ja. Link 1? Ja. In Requiem? Ja. Effekt Requiem. Requiem Nummer. Ne, ehrlich? Ja. Ist ja. Knatsch. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Engraver. Kommt mir bekannt vor. Denke ich doch. Komm, jetzt mach eine Synchro mit dem. Ja. Ach, machst du tatsächlich? Mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich mach erstmal ein bisschen Nibiru-Proof. Nur mit Light? ja. Ja. Willst du eine Karte verbannen? Nein. Okay. Engraver? Ja. Ich den zurückschaffe. Das wird, glaube ich, kosten. Also. Ja. Special? Ja. Einmal gerade machen, weil sonst nervt mich das. Ah, okay. mein Amut. Ach, Drüstung. Ja. Target ist einmal die. Ja. Dann. Das geht nicht. Ah, ich habe vergessen, dass das Unterschiede sein müssen. Das ist schlecht. Mit Beatrice wäre cool, glaube ich, jetzt ein bisschen. Vielleicht auch nicht. Mega. Es gibt sonst noch ganzen anderen Rang 6er, die man spielt, wenn Caesar gewandt ist. Was wäre da? Toy Panzer, glaube ich, noch. Ich guck einmal. Ja, Ole sieht auch aus wie eine Person, die jemanden brutal zusammenschlagen würde. Der Blick. Was? Da, die Kari. Oh Mann. Ich hab dich zusammengeschlagen. Ich musste danach ins Krankenhaus, Kari. Also jetzt drehe die Tatsachen mal nicht um. Also.
Also ich war auch da, aber ich habe nichts gesehen. Also ich war auch da, aber ich habe nichts gesehen. Ja, du warst ja auch beschäftigt damit zu gewinnen. Ne? Okay. ja, jetzt muss ich mal eben wieder nachdenken. Wenn ich das noch, kann ich eine Fusion machen. Bringt mir die Fusion irgendwas? Ja, tatsächlich. Da fehlen dir, glaube ich, noch ein paar Light Fiends, oder? Ich kann noch zwei Light Fiends benutzen, oder? Ja. Perfekt. Ja. Dann mache ich das und ja. Das. Dann geht das wieder rein. Ja. Und dann kommt der. Ja. Perfekt. Hol die wieder. Sagt der nicht nur Light Fiend? Sagt der nur Light Fiend? Deswegen habe ich mich gerade gewundert. Ja, wir können nicht alle so gut sein. Möchtest du ein speziell beschworenes Monster? Nein. Was möchte ich? Mit einem Druidsworn, wenn er weggelegt wurde. Alles nee. Gut. Ja, nee. Das war dumm. Schlecht. Okay. Nein, Ole. Willst du es nochmal zurückmachen? Das ist aber eigentlich auch nicht fair, ne? Ich meine, ich habe ja jetzt viel Mistplay. Das müssen wir müssen ja jetzt auch mal in der letzten Runde hier ein bisschen was zeigen. Dann liegen da die anderen beiden Monster. Das macht ja keinen Unterschied, okay. Dann ich habe den oben drauf gelegt, ne? Ja. So, der lag da, glaube ich, und der lag da, ne? Irgendwie so. Kann das ein Lars machen? Was gibt's noch? Dieser, der Zombie-Rangsäcker ist, glaube ich, auch noch cool. Mit irgendwas Graveyard basieren muss oder so. Dann mach mal. Dann drop. Ja. Standby. Mhm. Main. Mhm. Ah, das wollte ich jetzt nicht unbedingt ziehen. Punchkari. Das könnte ich natürlich machen. Wer hat gerade gefragt, ob ich Dieter für Jubel verkaufen würde? Das ist, glaube ich, ein guter Deal. Ja? Nein, weiß ich nicht. Ich fange mal damit an und mache, glaube ich, was du nicht so toll findest. Ich würde einen Snatch Seal aktivieren und deinen Chaos-Engel gerne targeten. Und den ein bisschen Snatch Sealen. Aber nur ein bisschen, okay? Ein ganz kleines bisschen. Mhm. Das ist okay. Bedien dich. Okay, dann kriege ich meine Ulti zurück. Vielleicht. Ich würde Grayscale in meiner Hand aktivieren. Weil ich einen Fiend kontrolliere, darf ich einen Special und dann optional noch ein Monster, was Jubel erwähnt, zerstören. Mhm. Warum ist das gegen dich eigentlich immer so ein Trauerspiel? Gerade lief das besser. Okay. Dann würde ich eine Link 2 machen. Mhm. Unchained Soul Lord of Yama und den Effekt gerne aktivieren, um mal einen Shavara zu suchen. Skill Drain. Wenn das Skill Drain ist. Oh, ja. 99.000 ist ein bisschen viel, ne? Da, dann nehme ich aber auch. Spielst du Tenpai? Oder? So ähnlich. So. Was können wir denn damit noch anstellen? So, der darf was weglegen, wenn der. Ja, nicht so cool. Dann kann ich dafür machen. Isst du gerade eine Zwiebel, Kari? Terraforming. Ich würde gerne eine Spielfeldzauberkarte suchen. Kannst du machen. Irgendwas auf den Resolve? Nein. Ja. Gerade zu viel, jetzt zu wenig. Das ist ein Skill-Rain an ihm, ne? Also. Ist okay. Es hat immerhin den Yama gestoppt, aber ich glaube, der Rest geht durch. Ah, weiß ich noch nicht. Leider. Knoblauch. Curry. Ich habe auch schon gespecialt. Das ist auch nicht so teuer. Eine Normal hatte ich noch nicht. Ein Gronk? Das sind 2,5, 2,6, das sind 2,4. Ach, das ist alles nicht so nett.
Ich komme drauf zurück, Kari. Ja, das Skill Drain ist jetzt sehr wenig. Ja, tatsächlich. Ja schon, das ist ja schön. Nee, in der Liste spiele ich nur einen Squirmer und die Special davon habe ich auch durch. Und hätte ich das jetzt noch nicht gemacht, dann hätte ich dich sogar tatsächlich, glaube ich, OTK'en können. Und jetzt da durchzuspielen wird ein bisschen rough. Das kann ich natürlich immer machen. Ich würde dann auch einfach mal den Graver aktivieren und mir eine Fiendsmoth Swamp Trap suchen. Mhm. Den würde ich auch direkt aktivieren. Mhm. Suche mir einen Light Fiend und werfe dann eine Karte ab. Ja. Ja, Luri. Luri. Fick Luri. Jo. Na, Link 1. Hm. Kennen wir irgendwoher. Mhm. Fact Requiem. Tribute für Kosten und wird ein 4-2 aus dem Deck special. Mhm. Das ist der falsche Sechser. Das ist der richtige. Der liegt auf dem Friedhof, ne? Ja. Dann würde ich den Nightmare Fawn aktivieren. Mhm. Zerstöre mir Spirit of Jubel und würde den Effekt gerne aktivieren. Ja. Kräfterauben heißt die. Gute Karte, habe ich gehört. Ja, heißer Kandidat für die Banlist. Ja. Zumindest auf 1. Oh Gott, das funktioniert alles nicht so richtig. Ich würde den Requiem aktivieren und meinen Engraver targeten. Mhm. Würde ich gerne End of Main Phase, glaube ich, ansagen. Ah, okay, ja, klar. Dann würde ich gerne. Ah, nee, da komme ich ja auch gar nicht mit rüber. Ja, dann gehe ich Main Phase 2. Ah, cool. Okay. Ach Mann, ey. Das kann ich machen, aber das sollte ich nicht machen. Dafür muss ich eins notieren, das ist auch nicht toll. Mach ich eine Link 2. Anstehend Soul of Rage. Ja. Und dann aktiviere ich nichts. Ich würde nur gerne meinen Jubel und Spirit Jubel zurück ins Deck mischen. Ja. Das war nicht so gut durchdacht. Und dann muss ich auch schon abgeben. Alles klar. Dann Dorfhotel. Ja. Mhm. Stamper Face. Ja. Main Face. Ja. Ho, ho, ho. Lass mich raten, für den Phantom of Jubel. Ja. Okay. Ja. Merry Christmas. Okay, als nächstes würde ich den Effekt von Toybox aktivieren. Mit gerne zwei Karten zerstören. So, ich schieße den Spear Rain und den Panzer. Sind das Kosten oder? Ich glaube, das ist ein. Also, ich aktiviere die Karte und wenn das Resolve, dann zerstört die. Okay. Ist fein? Ja. Dann habe ich Effekt Panzer im Friedhof. Jo. Specialt sich. Jo. Und dann habe ich Effekt, weil der, weil die Spielzeugkiste liegt, kann ich jetzt ein Stufe 6 Monster von der Hand oder vom Friedhof beschwören. Wenn die Kiste da nicht liegen würde, nur von der Hand. Okay. Ist fein? Ja. Dann würde ich meinen. Darauf würde ich gerne was machen. Mhm. Ich würde. Ich gucke einmal. Mein Rage aktivieren. Mhm. Deine. Rückkehr targeten, um eine Linkbeschwörung mit dir zu machen. Ja. Dann würde ich gerne Lil Knight aktivieren, um deinen Engraver zu verbannen. Mhm. Der
Kannst du weitermachen. Dann aktiviere ich Talent der drei Taktiken. Was möchtest du denn gerne machen? Ich würde gerne zwei ziehen. Du würdest gerne zwei ziehen. Dann zwei zieh du mal. Ja, habe ich irgendwas gesucht? Nein, oder? Nö, ich glaube nicht. Ne, ich habe von Friedes gesucht. Ja, dann doch du. Jawohl. Dann würde ich weitermachen. Jo. Den Graber. Ja, ein Graber du mal. Mhm. Kontakt. Ja. Und dann möchte ich aktivieren. Ja, das ist die Lurie, machst den. Bevor du noch ein Monster von mir nimmst, würde ich gerne Lil Guy unchainen und deinen Tools vom Targeten. Und so weiter bis zur Endphase verbannen, genau. Ja. Dann einmal das. Ja. Und Discount und Effekt. Jo. Ist das sogar Ami? Weiß ich nicht. So ein bisschen aus. Das ist nur eine Leihgabe. Ach so. Der eine ist banished. Dann würde ich als nächstes das Elsite aktivieren. Tribute, jo. Special, jo. Search. Jo. Slavy? Ja. Normal Summon? Ja. Effekt für einen Das ist eine Spell Trap. Genau. Von Whitewoods. Und da suche ich mir die Fallenkarte. Synchro 6. Jo. In Asiela. Perfekt. Kosten dafür wären die Fallenkarte. Dann würde ich mir eine Whitewoods-Karte oder einen Lightspellcaster suchen. Jo. Na, lass mich raten, die kommt gleich wieder zurück. Hm? Die kommt gleich wieder zurück. Die Trap? Ja. Gehe ich mal stark von aus. Die kommt zurück. Ja, muss ich mir Effektbälder suchen. Jo. Effektfallenkarte. Ja. Setzt sich. Link 1. Ja. Was kommt jetzt? Deutsch. Oh, Entschuldigung. Okay, dann würde ich den Effekt vom Unterbild Schmied Graveur aktivieren. Oder den Lurie. Einmal zurück. Lurie, bitte. Lurie. Deutsch. Lurie. Würde ich den beschwören. Jo. Dann eine Synchro 12. Eine Synchro 12? Ja. Ah, geht nicht. Geht nicht, finde ich gut. Geht nicht, gibt's nicht. Dann mache ich eine Synchro 10. Ist okay. Auf Changing. Ja. Da gibt's einiges. Hm? Ich zähle schon neuem, ne? 400. Effekt von Sylvie im Friedhof. Ja. Würde gerne sie zurückmischen und sie dann als Spezialbeschwörung ja. mischen. Sie kommt aber negiert aufs Spielfeld. Ja. Effekt zum Zurückbeschwören habe ich schon gemacht, ne? Ja, Lurie hast du zurückgemischt. Ja, stimmt. Das habe ich. Link 2. Sequenz. Dann Effekt von Sequenz. Jo. Misch das zurück und das. Jo.
und beschwöre einmal Lacrima. Mhm. Diesmal kann ich den Effekt von Lacrima aber tatsächlich benutzen und den verbannten Graveur wieder zurück. Sicher, man verliert dein Genie 100 ATK und Def. Wow, und deine Monster kriegen 100 ATK und Def. Ja. Jo. Dann haben wir das. Ein Xyz. Ein Cäsar. Und dann würde ich in die Battleface gehen. Jo. Wie viele gemanagte Karten haben wir? 3? Ja. Heißt der 3-1? Der ist auf 2-4, 2-1. Der gibt sich nur selber ATK und die beiden verlieren, ne? Ja. Dann würde ich mit dem Cäsar über den Unterwäldler laufen. Würde ich gerne auf den Attack declares, weil mit Spirit of Jubel aktivieren. Weil du einen Angriff deklariert hast, darf ich ihn specialen. Was würde ich nicht gehen? Oh, zerstören. Effekt. Was macht er? Der specialt einen Jubel vom Deck Friedhof. Chain Ash. Aua, ja. Ja, dann habe ich Re-Attack. Das ist deiner. Ja. Dann würde ich gerne Yam aktivieren im Friedhof. Dann würde ich verbannen und einen Unterwäldler von Hand oder Friedhof specialen. Ja. Neue Chain. Chain-Gi. Chain 2. Der sucht jetzt wieder was, ne? Genau, oder settet direkt. Oh, da habe ich gepennt. Targetet der überhaupt? Nein. Ich glaube schon, oder? Ah, okay. Nein. Der banisht doch irgendeine Karte auf dem Spielfeld. Ja, vom Friedhof und eine Karte auf dem Spielfeld, das weiß ich. Also im Friedhof auf jeden Fall die Rage. Und auf dem Spielfeld. Das, das Resolve, ne? Ja, aber ich würde sie trotzdem banishen. Ja. Wende ich mir den Nightmare Pain und dann werden die beiden fahren. Und dann würde ich gerne meinen Nightmare Flown aktivieren. Weil durch den Karteneffekt ein Jubelmonster das Spielfeld verlassen hat, würde ich gerne ein Jubelmonster, was eine Stufe höher oder niedriger als das verlassene Monster hat, auf die Hand nehmen und dann specialen. Also Stufe 11 oder 9. Und dann specialen, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Das würde ich nie gehen. Und zerstören. Ja. Dann habe ich Attack mit. Ja, 1, 2, 3, 4, 7, ne, 6, 600. Hat der 3, 6. Das ist 1, 8. Ja, dann sind es 1, 8 Damage. Ja. Und nochmal 1, 5. Und nochmal 1, 2. Das sind 3000, 4, 4, 5. Ja. Jo, dann Main Phase 2. Ja. Wenn ich Jubel spiele, bin ich immer am Jubeln. Ich liebe Jubel. Den kannst du nur einmal pro Spielzug beschwören. Oh, habe ich den schon beschworen? Ja. Den hast du mit dem Grave oder Lurie gemacht. Ah, dann okay. Kein einer von denen. Entschuldigung. Ja, alles gut. Alles gut. Okay. Der mischt alles zurück, ne? Warte, Moon braucht 2 Lichtmonster, ne? Ne, 2 Effektmonster. Ne, einfach 2 Effektmonster. Dann kann ich das so machen. Und so. Und dann kann ich Trakt aktivieren. Für eine. Ach, der macht vom Feld, ne? Oder Hand. Oh, so blöd. Jetzt das auch nochmal zurück machen. Macht, glaube ich. Ja. Du bist zu nett. Ja, ne, dann muss ich darauf passen. Jetzt noch einmal dem? Ja. Dann würde ich gerne eine Karte ziehen. Ja. Standby. Main. Irgendwas? Ah ne, in der Endphase kommen die beiden noch zurück, die guten hier. Ah, jo. Die Schmuckstücke. Die Schmuckstücke. So, hat sich ja nichts geändert. Mainphase, irgendwas? Nein. Dann würde ich den Graver gerne aktivieren. Ich lege als Kosten der Larry zurück. Okay. Meine Fallenkarte. Das ist Rose. Des Weißen Waldes. Ich kann ein Weißer Waldmonster von Deck oder Hand spezial beschwören und dann in der gleichen. Im gleichen Effekt Synchro-Beschwörung machen. Ist in Ordnung.
Dann beschwöre ich Stella. Und dann gehe ich in eine Synchro 6 in Sylvie. Dann kommt der. Jo. neue Chain. Ja. Chain Link 1 ist sie, um alle deine Monster face, also in die verdeckte Verteidigungsposition zu ändern. Und Ketten die 2 wäre Elzet, weil ein Lichthexermonster in deinem Spielzug auf meine Seite beschworen wurde, darf ich hier wieder zurück auf die Hand nehmen. Dann würde ich noch Chain Link 3 sie machen und deinen Prism wählen. Dann würde ich wählen. Effektverschleierinnen. Jo. Dann, das wird gebuckt, die kann nicht gebuckt werden. Genau. Hast du noch irgendwas? Ich glaube nicht. Du hast noch 7000. Der hat, glaube ich, mehr als genug. Kannst du, glaube ich, noch als Quick Effect bouncen. Ich lese einmal, ne? Du kannst lesen. Wir können da runter. Controller, ne? Alternative für das beschissene Discard. Die haben aber keine Quick. Synchro, glaube ich, mehr. Und das Ganze in Grave, das ist das. Und die anderen hattest du, glaube ich. Ah, ne, davon hattest du noch eine. Ja, gut. Dann würde ich mal anfangen mit Nightmare Pain. Was? Achso, ja. Nightmare Pain. Jo. Jo. Ich würde den Effekt gerne aktivieren. Und die macht? Ein Dark Monster auf dem Spielfeld oder auf meiner Hand zerstören und dann würde ich mir eine Karte, die Jubel erwähnt, auf die Hand nehmen. Mhm. Zerstöre ich mir meinen Castling Beast. Nehme ich mir mal den Lotus. Mhm. Irgendwas darauf? Nein. Nichts darauf. Okay. Normal Summon, das ist Samsara der Lotus. Ups. Die Normalbeschwörung ist in Ordnung. Perfekt. Tribute for Cost und ich würde einen Jubelmonster aus dem Deck specialen. Ich habe dich nicht verstanden. Also, welche Sprache hast du gerade gesprochen? ich würde den Effekt aktivieren, ich würde ihn tributieren und dann einen Jubelmonster aus meinem Deck spezial beschwören. Ja, ist fein. Nicht, dass Kari gleich wieder meckert oder einfach ja, uns verhaut. Ja, das stimmt. Wirklich, die haut zu, das ist nicht normal. Danach konnte ich nur noch Honig spielen, das andere ging nicht mehr. Oh, ist doch schwierig, du. Ja, nicht so, aber... Der hat 3300, 3400. Nicht vergessen, dass deine Monster die ATK verlieren. Ja, also bei den Jubelmonstern ist das jetzt nicht so relevant. Dachte ich mir schon irgendwie. Das kann ich nicht machen. Damit könnte ich dem beschweren. Das funktioniert, glaube ich, auch nicht. Jo, ne. Würde ich mal gerne den Grayskimmer Verband für kosten, um einen 0-0 Fiend vom Friedhof zu specialen. Non-Target. Oder von Hand. Mhm. Mach ich mir mal einfach den Lotus. Ja, eine neue Kette. Chingy. Jo. Targetet nicht, ne? Nein. Dann kann ich das machen. Schmerzhaft. Ja. Mhm. Dann würde ich den gerne halbieren und die Effekte annullieren. Mhm. Noch was. Noch was. Auf den Resolve. Nein. Nichts. Link 2. Funktioniert nicht. So ich gedacht habe. Dort funktioniert's. Moon of the Closed Heaven. Mhm. Da wo ist irgendwas. Nein.
Link 2. Mhm. Für eine Sequence. Mhm. Irgendwas darauf. Mhm. Perfekt. Ja. Das kann ich. Ich schaffe den auf jeden Fall zurück. Möchte ich vielleicht 3 zurückschaffeln? Tatsächlich glaube ich nicht. Mhm. Ich mache einen Lacrima. Effekt Lacrima, ich würde den Engraver meinem Friedhof targeten. Mhm. Die verlieren alle 600, der ist halbiert. Also der halbiert ja zuerst, deswegen hat der 3,5. Bla 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 bla. Die Hälfte davon. 2000, nee, 1000. 750. 750. Ja. Ich glaube, damit kann ich nicht viel Game pushen. Die verlieren alle nochmal 600 durch Lacrima. Mhm. Den kann ich nicht machen, den kann ich damit nicht beschwören. Dann kann ich reincrashen. Wer hat denn am meisten? Der hat halbiert. Dann würde ich einmal Spirit of Fury und das Chaos Summoning Beast zurück ins Deck mischen. Mhm. Für den Phantom of Fury. Mhm. End of Main Phase. Mhm. Die sind ja nicht mehr halb, nur der ist halbiert. Mhm. Dann würde ich einmal einen Attack Declare mit Phantom of Fubel auf den Caesar machen. Mhm. Ah ne, da bekommt noch 600 minus durch ihn, also 2-2, genau. Würdest du den Schaden bekommen durch Nightmare Pain? Mhm. Nee, nee. Dann einmal mit 2-4 über die Sequence. Mhm. Das wären hätte 600, also 1,8. Der hat 2,2. Der hat 1,3. Mhm. 1,3. Ah, und der? Ah, ne, der wurde nicht zerstört. Ja, genau. Würde ich mit 1,8 einmal auf 1,3 gehen? Die kriegt 500 Push durch ihren eigenen Effekt. Oh. Also hätte die auch 1,8. Ja, genau. Habe ich aber nicht gesagt. Nicht gedacht. Ja, alles gut. Also die gibt allen Light Spellcaster oder Illusion Synchro Monstern 500 ATK und die machen doppelten durchschlagenden Kampfschaden. Ich hätte auch noch Requiem, glaube ich, anketten können, aber habe ich auch vergessen. Mach mal, du hast mich auch zurücknehmen lassen. Mach mal. Das ist völlig fein. Für ein Requiem. Also der bekommt 600 Push. Mhm. Ja, dann reicht's. Dann kriegst du 600 Push. Der ist 2,4. Der war auf 1,8 auch nach, hast du gesagt, weil der hat ja verloren, bla bla bla. Ja, das heißt 2,4, dann würdest du 500 bekommen. Das reicht aber immer noch nicht, das finde ich frech. Das reicht auch noch nicht. Nee, ich habe dran gedacht mit den Lacrima-Schaden und so, aber das passt alles nicht so, wie ich so wollte, leider. Das könnte ich machen. Das könnte ich machen. Zweite Main Phase. Ich würde. Ja. Erstmal nichts machen. Würde ich gerne Fiends with Track in meinem Friedhof aktivieren. Für eine Fusion? Ja. Würde ich Sylvie anketten und sie targeten, also wählen. Sie würde dann die Silvera zurückmischen und sich als Quick-Schnell-Effekt speziell beschwören. Kommt aber negiert aufs Spielfeld. Bis zum Ende des Zugs oder allgemein? Nee, bis zum Ende des Zugs. Okay. Ja, das ist fein für mich. Ja. Dann mache ich meine Fusion. Ja. Mit 2 Light Fiends und einem Engraver für Desiree. Mhm. Dann hätte ich einmal Lacrima-Effekt. Ich würde Requiem zurückmischen, um dir 1200 Schaden zu geben. Mhm. Und dann würde ich gerne noch nicht Desiree aktivieren, sondern Sequence aktivieren, mein Desiree targeten, um den damit zu equippen. Mhm. Dann hat er einen Omni-Negate, ja? 2. Achso, weil das ein Link 2 ist. Genau, weil es ein Link 2 ist. Und der kann halt nicht getargetet werden. Da muss ich leider abgeben. Okay, Job for Turn. Ja. Standby. Ja. Main. Ja. Der kann nicht durch Kampf zerstört werden, oder? Ja. Aber durch Karteneffekte? Ja. Mhm. Wie fern sieht man die SP nicht? Die Pianzelle kaputt gemacht. Ja, das sieht ein bisschen komisch. Oder? Unscharf, ne? Ja, ich glaube, das ist abgeschmiert oder so. Also bei uns sieht alles normal aus. Mach mal weiter, ich glaube, wir haben gleich Zeit, deswegen. Ja, bei uns steht immer noch 1,3 zu 3,5, deswegen. Eine Minute. Das ist nicht mehr viel. Dann machen wir das so. Ja.
Und dann... Battleface? Yep. Der Soll ich dir leider sagen, wie es ist? Was? Du musst durch Nightmare Pain meine Jubelmods angreifen und du bekommst einen Schaden. Möchtest du deine Battleface nochmal revidieren? Ja. Yep. Link 2. Ja. Yep. Würde ich die gerne weglegen? Würde ich gerne mit Phantom drauf anschauen. Mhm. Mal gucken, ob ich überhaupt noch irgendwelche Special Targets habe. Der geht auf jeden Fall nicht. Der geht auch nicht. Der geht Effekt. Mhm. Jetzt muss ich den angreifen. Ja. Und ich krieg wieder den Schaden. Ja. Dann Trakt. Du bekommst den doppelten Schaden sogar. Infekt. Light Unterwelt da. Das passt, oder? Wir können auch gerne zu Ende spielen, wenn du willst. Das ist deins, oder? Ja, können auch zu Ende spielen, falls du noch irgendwas machen kannst. Nee, glaube ich nicht. Was hast du noch auf der Hand? Okay. Aber Lacrima, du hättest alles wegnegiert. Ja, ich hätte es also, noch negieren können, wenn du den angreifen müssen, hättest du einen doppelten Kampfschaden bekommen. Ich glaube, das hat auch einzeln schon gereicht. Ich habe gedacht, komm, machst du Trakt, machst eine Fusion und dann kannst du ihn in der neuen Chain ansagen und den banishen. Und dann aber das könnte ich auch noch annullieren. Ja, ja, ja. Trotzdem Gutes. Das war, ja, sehr gut. Jo. Ein bisschen viel nachgedacht von mir, Entschuldigung dafür, aber Skill Drain hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, obwohl ich sogar wusste, dass du das spielst. Also. Ich meine, so lange wie ich hin und her überlegt habe und wie krumm ich wieder gespielt habe. Also, das ist schon fein. Mal gucken, ob der Reset das fixt, aber da passiert glaube ich nichts. Also, bei uns ist es ja zurückgesetzt, im Stream sieht es immer noch kaputt aus. Jo. YouTube? Das war's für heute. Wir haben Runde 4 gespielt. Ja, Lukas hat sich durchgeschlagen. Sehr gut gespielt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin. Schönen Abend noch von mir. Genau. Ciao. Ciao.